Shake and Bake, die neue Backform aus dem Hause Kaiser. Man braucht nur noch gewisse Zutaten hineinfügen, schütteln, backen und genießen. Das ist ganz einfach, denn ab sofort kann jeder backen. Es gibt nämlich auch noch eine Backmischung. Die Backmischung ist im Shaker. Den Shaker von der Backmischung brauchen wir aber gar nicht, weil wir ja die neue Shake and Bake von der Firma Kaiser nehmen. Diese Backmischung gibt es auch im Nachfüllbeutel. Man braucht also nur noch Eier und Sahne hinzufügen und der Kuchen ist quasi fertig. Im Grunde genommen gibt es allerdings auch noch bestimmt 10, 15 verschiedene Sorten. Da muss man allerdings andere Zutaten noch hinzufügen. Aber jeder könnte sich rein quasi, wenn er möchte, seinen Lieblingskuchen jetzt selber backen. Schütten die Backmischung hinein. Es kommen 4 Eier in den Teig. Und ein Becher Sahne. Der Schaber ist auch unheimlich praktisch, ist auch von der Firma Kaiser. Deckel draufdrehen. Schon eingerastet sein, sonst Küche putzen und shaken. Das sieht gut aus. Machen den Rand sauber, aber ohne Einfetten, ohne alles, alles perfekt. Und jetzt in den Backofen. So, der Kuchen ist jetzt frisch aus dem Backofen. Ist total locker. Ich stürze ihn mal. Boah, fällt schon raus. Ganz toll aus.
Moment. Lecker. Einfach nur lecker.